Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Tagesausblick. Wir schauen auf die wichtigsten Termine für Börsianer und Händler am Freitag, 11. Juli. Und die große Frage wird sein, kann sich der DAX wieder berappeln oder geht die Konsolidierung weiter? Können die Bullen gegenhalten und gelingt ihnen möglicherweise die Rückkehr nach oben Richtung 9.800er Punkte-Marke? Das war ja ein Nackenschlag doch für die meisten Marktteilnehmer, dieser schwache Donnerstag. Mit dem Rutsch des DAX sogar unter die Marke von 9.700 Zählern. Die Terminlage ist nicht gerade voll besetzt mit Terminen und Daten. Daher geht der Blick natürlich in Richtung Geopolitik. Es gibt sehr viele geopolitische Krisenherde im Nahen und im Mittleren Osten. Die Berichtssaison in den Vereinigten Staaten geht weiter. Das könnte hier die Marktrichtung am Freitag durchaus beeinflussen und bestimmen. Gehen wir mal die wichtigsten Termine durch. Viele gibt es nicht. Morgens geht es gleich los um 8 Uhr und zwar mit den finalen Verbraucherpreisen aus Deutschland für den Monat Juni. Die vorläufigen Zahlen zeigten einen Preisanstieg von 1% an. Also auch in Deutschland gibt es eine eher zuträge Inflation, denn die Konjunktur läuft ja durchaus robust. Um 10 Uhr gibt es dann den monatlichen Bericht zum Ölmarkt von der Internationalen Energieagentur. Ja, und dann am Nachmittag, schon vor Börsenbeginn in den Vereinigten Staaten, geht es weiter mit der US-Berichtssaison. Der erste Finanzdienstleister wird aufwarten mit den Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal. Wells Fargo präsentiert die Zahlen um 14 Uhr zum Q2. Und dann gibt es im Laufe des Freitages von S&P die Ratingüberprüfung für Deutschland. Wir haben ja die Bestnote, also der mögliche Weltmeister, steht weiterhin mit einem AAA bei S&P in den Büchern. Die Begründung vom Januar lautete, Deutschland zeigt eine robuste Konjunktur, ist solide und breit mit seiner Wirtschaft aufgestellt und zeigt auch eine solide Haushaltsführung. Daran dürfte sich eigentlich nicht so viel geändert haben. Es wird wohl beim AAA, beim AAA für Deutschland bleiben, wahrscheinlich dann auch mit einem stabilen Ausblick. Ihnen einen schönen Abend, bis morgen, alles Gute aus Stuttgart. Tschüss.